Hier sehen wir dann auch mal, wie das Schloss zu Zeiten ausgesehen hat, als es noch nicht auf dem heutigen Stand restauriert war. And Google knows, so you yeah, just perfect, have to go. Perfect. You put it in your I should find it. Mm-hmm. Merci beaucoup, madame. You're welcome. Thank you for coming. Au revoir. Au Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hat ein bisschen was von verwunschenem Schloss hier, ne? Moin, liebe Lüt. Ich habe gestern mit dem Tanken des schwarzen Schafes zu tun gehabt. Denn durch den Raffineriestreik in Frankreich waren wirklich die Tankstellen in sehr kurzer Zeit plötzlich im Süden Frankreichs komplett leer. Ich habe jetzt auch viele Kommentare von euch gekriegt zu meinem Video, wo dann auch gesagt worden ist, es war nicht nur in Südfrankreich so, die Normandie soll ganz ähnlich gewesen sein. Da sind einige, die jetzt auch so mit der letzten Tankfüllung gerade ebenso es geschafft haben. Ich habe es gestern noch geschafft, habe dann wirklich noch das Glück gehabt, eine Tankstelle zu finden. Ich habe gestern Abend dann auch noch einen kleinen Splash and Dash hinbekommen, dass ich also jetzt hier, wo ich in die Provence rübergefahren bin, das war ja so meine Idee, das ist jetzt erstmal nur ein 30 Kilometer Umweg bis hierhin gewesen. Und wenn ich hier nochmal einen Splash and Dash hinbekomme, also nochmal meine Reichweite aufs Maximum hochdrücke, das sind nochmal knappe 13 Liter gewesen, die ich dann nochmal habe nachtanken können. Zu einem total überhöhten Preis, 2,25 Euro an einer kleinen Dorftankstelle, an der aber auch nur noch diese eine einzige Säule, die offensichtlich eigentlich für LKWs gedacht war, die funktionierte noch, die anderen Säulen waren auch alle leer. Dadurch habe ich jetzt aber genug Reichweite und kann jetzt tatsächlich noch ein bisschen meine Provence-Tour fortsetzen. Und ich zeige euch jetzt mal, wo ich heute Nacht die Nacht verbracht habe. Also da hinten seht ihr ja das schwarze Schaf. Wir sind hier im Tal der Durance. Und da hinten seht ihr schon die Durance. Naja, was von ihr übrig ist. Das hier vorne wäre eigentlich auch alles Flussbett. Da hinten, das ist das bisschen, was jetzt tatsächlich noch da ist. Denn auch Frankreich leidet dieses Jahr unter einer enormen Trockenheit. Es ist also der vordere Teil des Flussbetts hier komplett trocken gefallen ist. Aber hier kann man es noch ein bisschen besser sehen. Hier vorne durch kommt man gar nicht mehr durch. Das ist alles zugewuchert, zugewachsen mit Dornen und allem. Aber ich habe eine andere Stelle gefunden. Da gehe ich jetzt mit euch hin, dass wir nochmal direkt an die Durance rangehen. Man kann sich vorstellen, dass so ein Platz wie hier dann auch von der örtlichen Bevölkerung, insbesondere der jungen örtlichen Bevölkerung, dann liegt weit ab vom Schuss, für nächtliche Partys auch mal benutzt wird. Aber in meinem Fall war das jetzt ein ganz ruhiger Stellplatz. Ich habe hier wunderbar geschlafen, war überhaupt kein Problem. Es ist allerdings auch die Nacht von Sonntag auf Montag gewesen. So manch einer wird da am Montag arbeiten müssen. Ist nicht unbedingt die Nacht, wo man jetzt hier sich noch mal zur großen Fete dann trifft. Ist hier auf alle Fälle mitten in der Natur. Ich habe eben schon Wachteln gehabt, die bei mir am Auto vorbeimarschierten. Und als ich mich umdrehte, haben sie sich erschrocken. Oder ist ja einer und sind schnell wieder weggewachtelt. Zwei Hasen haben unmittelbar direkt neben meinem Auto ein bisschen gegrast. Die habe ich sogar filmen können. Kann ich euch hier vielleicht mit reinschneiden. Und auch sonst hier. Das liegt schön einsam. Auf der Seite ist ein Campingplatz, der aber momentan, ich habe den Eindruck, schon geschlossen ist. Denn viele Campingplätze in Frankreich haben dann so Ende September nachher Saisonende. Und hier kommen wir jetzt, man hört es vielleicht schon ein bisschen mehr rauschen, an die Durance. So, hier sind wir jetzt tatsächlich im Bereich des eigentlichen Flussbetts. Das aber, wie ihr seht, trocken liegt. Aber hier vorne kommen wir jetzt tatsächlich auch an die Durance heran. Das ist doch ein Anblick hier. Inklusive Stromschnellen.
So wie die Steine da liegen, scheint das zumindest zum Teil nicht natürlichen Ursprungs zu sein. Das dahin sieht fast so aus wie so eine Art Reuse, die aus Steinen gebaut ist. So. Leider haben sich die Wolken da jetzt schön vorgeschoben. Das wird jetzt noch viel schöner aussehen, wenn jetzt auch noch die Sonne von oben käme. Aber dann schauen wir uns noch mal ein bisschen in der Provence um. Ich habe da so ein, zwei Ziele im Auge, die hier in direkter Nähe liegen. Und dann wird für heute Abend verlegt Richtung Schlucht von Verdun. Schon skurril, durch so ein ausgetrocknetes Flussbett zu laufen. Und hier ist dann der Besuchereingang. Hier sieht ihr die Tarife. 14.30 Uhr bis 17.45 Uhr, 7,50 Euro, reduziert 6 Euro oder für Kinder 3 Euro. Kleiner als 6 Jahre kommt gratis rein. Hunde sind nicht erlaubt und auch Rucksäcke sind nicht erlaubt. Na, hier sind wir also im Grand Luberon. Da ist unser Schloss. Das ist eine Reihe von ganz vielen Schlössern. Hier ist Pertuis, Anzou, Château de Grandpré, Château de Sauvon, die Gärten der Provence. Hier, wenn ihr dieses Schloss besucht und den vollen Preis bezahlt, die Broschüre, oh guck mal, das ist auch, sowas mag ich, ne? Wenn ihr die Broschüre nicht behalten wollt, die ihr mitbekommen habt, dann können die hier wieder abgelegt werden, wenn ihr mit der Tour durch seid. Das ist auch wieder Nachhaltigkeit, ne? Ich habe eine Tour auf Deutsch bekommen. Die Schilder im Schloss sind alle auf Englisch. Und ein Film wird auf Französisch gezeigt, aber mit englischen Untertiteln. Wenn ihr in eines dieser Schlösser den vollen Eintritt bezahlt, was ich gerade eben getan habe, dann ermöglicht euch dieses Ticket vergünstigten Eintritt in alle anderen Schlösser, die zur selben Gruppe quasi dazugehören. Also das Schloss oder die ursprüngliche Burg stammt sogar aus dem 12. Jahrhundert, ist dann im 15. Jahrhundert ungefähr in ein Schloss umgebaut worden. Von der ursprünglichen Burg ist quasi nichts mehr zu erkennen. Und dann in späteren Jahren in ein Renaissance-Schloss verwandelt worden. Dieses sogar durch die Zeiten der Französischen Revolution durchgekommen. Da ist nichts Schlimmes passiert, das Gebäude wurde verschont. Aber es wurde dann zunehmend nicht mehr weiter unterhalten, dadurch zum Teil baufällig. Das heißt, es blieben dann nachher letzten Endes nur so die tragenden Grundstrukturen übrig. 1920 hat aber ein Industrieller aus Lyon dann sich zur Aufgabe gemacht, dieses Gebäude nach alten Kupferstichen wieder herzurichten, sodass es die heutige Pracht wieder hat. Nur 5 Jahre später ist er dann verstorben und hat aber sein gesamtes Vermögen quasi einer Stiftung vermacht, oder es sollte eine Stiftung gegründet werden, die es möglich macht, dass junge Künstler solche Gebäude dann nutzen können. Das passiert bis heute. Hier sehen wir dann auch mal, wie das Schloss zu Zeiten ausgesehen hat, als es noch nicht auf dem heutigen Stand restauriert war. Zum mittelalterlichen Teil. Punkt 2, was steht denn hier? Mittelalterlicher Hof. Mittelalterlicher Hof trifft es. Mit wunderschönen Holzgalerien da oben. Im Saal Nummer 1 läuft ein sehr informativer Film, der die Geschichte des ganzen Schlosses euch nochmal nahe bringt. Von den Originalen der Küche ist natürlich nicht viel erhalten geblieben, aber der Raum an sich ist original.
Und auch so etwas wie so ein Waschbecken hier. Interessant finde ich hier diese Amphorenständer, in denen ja unten offensichtlich ein Becken drin ist. Kennt einer von euch die Funktionsweise von sowas? Hier steht es nochmal von der Seite. Das sieht hier fast so aus, als ob man dort aus der Amphore unten etwas in die Schale hineinlaufen lassen kann und soll. Poliertes Kupfer glitzert natürlich schön. Hier haben wir auch so einen Bettlakenwärmer. Die wurden dann früher mit Holzkohle gefüllt, glühend natürlich, und dann über die Bettlaken gestrichen, vor dem Zu-Bett-Gehen der Herrschaft, damit das Bett schön vorgewärmt ist. Man hat sich bemüht, hier auch typische Möblierung wieder zu besorgen, denn es ist natürlich, als dieses Gebäude dem Verfall preisgegeben gewesen ist, alles, was hier ursprünglich mal drin gewesen ist, dann auch verloren gegangen. Aber man hat sich um typische Möblierung aus der Provence dann bemüht, in den meisten Stellen. Es gibt auch ein, zwei Stellen, wo man andere örtliche Einflüsse dann genommen hat, die aber auch wieder zur Region irgendwo passen, die nicht untypisch sind. So haben wir hier im Damensalon dann auch dieses ganz typisch provinzialische Möbelstück. Eine, ja, Sitzgelegenheit für drei Personen. Und das ist etwas ganz typisch Provenzalisches. Diese Sitzbank für drei Personen nennt man Radassière. Hier haben wir den Salon. Hier konnte man dann natürlich durch die große Feuerstelle auch für anständige Wärme sorgen, was ihn natürlich dann auch prädestinierte, hier dann die großen Feierlichkeiten stattfinden zu lassen. Da drüben haben wir die drei Grazien. Das ist ein bisschen klein für euch. Ich fotografiere das nochmal. Dann kann ich euch das etwas größer hier reinschneiden, wie graziös die drei Grazien sind. Hier kann man jetzt mal schön sehen, wie ausgetreten diese Stufen sind. Gehen wir nochmal ein Stück die Wendeltreppe hoch. Da ist ein Durchgang, der offensichtlich zugemauert worden ist. Und höher sollen wir auch nicht. Aber hier sehen wir jetzt auch den Pfeiler, der das ganze Gewölbe nach oben hin abstützt. Schon beeindruckend. Und dieser Teil ist eben auch erhalten geblieben. Die soliden Außenwände rettet hat ihn. Hier haben wir auch mal, das ist ein Traumblick hier. Schaut euch mal diesen Blick an. Die Provence ist schon eine besonders schöne Ecke. Schöne kleine Tour durch dieses hübsche kleine Schloss. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Also ich habe jetzt auch gerade meinen Zettel zur Wiederverwendung hier reingegeben. Merci beaucoup. Très joli. Très joli. Bon à cookie. Die Muschelbrücke. And Google knows, so you yeah, just perfect, have to go. Perfect. You put it in your I should find it. Mm-hmm. Merci beaucoup, madame. You're welcome. Thank you for coming. Au revoir. Au Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, wir gehen da links, weil da unten steht das schwarze Schaf. Aber Vorsicht mit den Treppen. Die sind noch ausgetretener. Ah, kommt das schwarze Schaf schon ins Bild. Das ist aber auch Wassererosion hier draußen. Ich zeige euch das mal, wie ausgetreten, ausgewaschen diese Stufen tatsächlich sind. Attention, Escalier. Das ist eine Allee, oder? Die Brücke ist jetzt nur 6,8 Kilometer vom Schloss entfernt. Damit fahren wir jetzt aus Lourmarin gerade wieder heraus. Das ist ein kleiner Fußmarsch, den muss man entlang dieser Strecke hier machen. Schön in Richtung des Gegenverkehrs laufen, weil es ist hier eng, dass ihr seht, wer auf euch zukommt und ob er euch realisiert hat.
Ein kleines Stück davor ist auf dieser Seite eine kleine Parklücke, wo ihr jetzt hier diesen gelben Transporter gerade seht. Das wäre der dichteste Parkplatz, wenn ihr also von der Seite aus kommt. Das ist auch die Richtung, die ich jetzt vom Schloss aus gewählt habe. Von da bin ich gekommen. Und da steht noch keiner. Dann könnt ihr da natürlich parken, weil dann seid ihr hier direkt an dem Eingang. Grotte de Brigand, 297 Meter. Man kann hier auch 5,2 Kilometer nach Bou oder 1,2 Kilometer bis La Tour machen. Hier nebenan ist jetzt ausgetrocknet, ist dann der Bachlauf, den dieser Pont, diese Brücke überspannen soll. Und hier ist das nochmal eingezeichnet. Auf diesem Weg befinde ich mich jetzt also gerade zum Pont à Conquille de Bonnieu. Der Weg ist aber gut zugänglich. Der wird öfter benutzt. Ich glaube, ich sehe die Brücke schon. Das dürften schon die Seitenpfeiler davon sein. Hier. Das ist sie. Jetzt wisst ihr auch, weshalb diese Brücke die Muschelbrücke genannt wird. Denn das dort drüben hat unverkennbar die Form einer Muschel. Auf dem Schlussstein soll auch die Jahreszahl eingraviert sein. Man vermutet, dass es die Jahreszahl der Entstehung ist. Ich muss das auch ablesen, ich kann mir nicht alles merken. Es soll 1722 gewesen sein. Diese Brücke führt über den Algebrin. Das ist dieser kleine Bach im Moment, der sich hier kaum bewegt, aber der immerhin im Moment Wasser führt. Das hat er wohl vor kurzer Zeit noch nicht. Ich habe entsprechende Einträge gefunden, dass es hieß, ja, schöne Brücke, schade, dass kein Wasser drunter ist. Jetzt sehen wir also auch tatsächlich die Brücke mit Wasser darunter. Sie hat heute keinen Verwendungszweck in dem Sinne mehr, der Wanderweg geht darüber. Aber die ursprüngliche Verwendungsform, die ist mittlerweile dann nicht mehr gegeben. Aber schön, wie dieser Bogen alleine durch seine Statik über die Jahrhunderte hält. Das sieht doch mal cool aus, oder? Den Schlussstein und seine Jahreszahl kann ich nicht mehr erkennen. Aber man sieht hier wunderschön den Bogen. Hier ist auch noch eine Steinplatte genau in der Mitte. Hat ein bisschen was von verwunschenem Schloss hier, ne? Da drüben haben auch schon Steinzeitmenschen wieder eine kleine Burg gebaut. Oh! Hier vorne ist ein Krebs. Könnt ihr ihn entdecken? Da läuft ein Flusskrebs gerade entlang. Ich habe da leider keine Steine mehr, die mich da dichter heranbringen. Aber ich glaube, das könnt ihr sehen. Jetzt kommt er ja sogar freundlicherweise in unsere Richtung. Fleißiges kleines Kerlchen. Auf Wanderschaft. Tagwerk ist getan, auch für ihn. Mein Tagwerk ist auch getan. Aber vorher mache ich noch ein paar schöne Fotos hier. Direkt neben der Straße, da drüben ist der Eingang, wo es dann zur Muschelbrücke geht, ist hier noch eine Brücke, die ebenfalls sehr alt ist. Aber es ist natürlich nicht so schön wie die Muschelbrücke. Aber dürfte ähnliches Alter haben. Jetzt geht es wieder den Berg rauf. Immer schön in Richtung Gegenverkehr laufen. Dann seht ihr, was auf euch zukommt und könnt gegebenenfalls auch einfach mal anhalten und den Entgegenkommenden erstmal durchlassen. Denn hier geht es zum Teil mal recht eng zu. Gut ist, dass man die Fahrzeuge vorher hört. Und ein anderer Weg ist tatsächlich nicht vorhanden, gibt es nicht. Autofahrer nehmen auch sehr viel Rücksicht auf einen. Bergziege. Da begegnet mir doch plötzlich diese kleine Bergziege dort. Die
durchaus kletterbegabt ist. Au revoir! Da vorne ist eine Stelle, da könnt ihr schon sehen, was passiert, wenn der Platz mal nicht ausreicht. Hier kann man auch schön sehen, was passiert, wenn der Platz nicht ausreicht. Das dürfte ein Rücklicht gewesen sein. Und hier seht ihr auch noch mal, was passiert, wenn der Platz hier nicht ausreicht. Netter Abendspaziergang. Bis zum Sonnenuntergang ist es noch eine Weile, aber die ist links hinter den Bergen jetzt natürlich, ne? Und da vorne kommt mein Parkplatz in Sicht. Da wartet das schwarze Schaf schon auf mich. Und dann muss ich entscheiden, was die bessere Strecke ist und ob ich jetzt hier vielleicht sogar noch hier in Bonnieu noch mal eine Übernachtung mache. Hier sollte es offensichtlich mal eine Party geben, denn hier sind so Straßenmarkierungen. Hier in diese Richtung geht's zum Fun. Das schwarze Schaf hat mich wieder. Dieser Ort könnte euch bekannt vorkommen. Von der Brücke sind es nämlich nur 5 Kilometer bis nach Bonnieu, auch wieder durch eine malerische Straße. Jetzt schließen wir den Tag ab mit einer fantastischen Abendstimmung. Genießen den Abend. Ich habe Hunger. Ich werde mir jetzt gleich mal ein Cordon Bleu machen, das ich mir im Intermarché geholt habe. Da habe ich jetzt Hunger drauf. Und ein Feierabendbierchen, glaube ich, habe ich heute auch verdient. Hab doch den einen oder anderen Schritt heute gemacht, bin aktiv gewesen, dann ist das auch mal erlaubt. Schöne Kathedrale mitten auf dem Berg. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir auch gerne ein Abo da. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.